VGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Aber was jetzt auch schön ist, es bleiben noch Tropfen auf der Scheibe übrig. Ja, überall da, wo der Wischer nicht hinkommt. Ja. Zum Beispiel. Ja. Das war ja vorher, glaube ich, auch nicht. Nee. Weiß ich gar nicht. Meine schon. Ja. Ist mir egal. Auf jeden Fall. Aber die wurden halt, also die waren halt einfach weg. Die wurden nicht so zur Seite geschoben, ja, zum Beispiel. Also es sieht schon ganz nett aus. Ja, das stimmt wohl. Hier ist 80, ich fahr 75, das ist doch angemessen. Mein Gott, was sind das für lange 80 Kilometer? Kommt mir das gerade nur so vor, oder? Weiß ja nicht. Ja, wenn du immer nur stehst. Nee, ich fahr gerade 85. Und schneller lohnt nicht, weil da vorne fahren Autos, die fahren auch nicht schneller. Gleich mal hinter einem LKW hinterher. Ja, ich fahre jetzt 84 und überhole den LKW, der da mit 80 Strich fährt. Ach, Vilna ist Vilnius. Okay, das sagt mir was. Echt? Mir nicht. Ja, doch, mir schon, weil die ganz oft eben, auch. Aber in Geografie war ich nie so gut. Fährt man eben durch das Random Event durch. Ja, ja, in Geografie warst du nie so gut. Riga in Dänemark. Am besten war immer noch, okay Google, die Hauptstadt von Oh ja. Ja. Was? Die Hauptstadt von Högel? Nee, hab ich gar nicht gesagt. Handy! Ja. Tja, jetzt bin ich nicht mehr der Einzige, der diese Sorgen hat. Ach so, ohne Regen ist das auch mal ganz angenehm. Nee, ich finde Schneeregen gehört mit dazu. Oh, Tank und Rast. Hörst du auf, zurückzurollen? Ob es ja auch Surveys gibt? Surveys? Hm. Muss mal fragen. Ja, Surveys, genau. So heißt es ja. Surveys war ja das Book von Microsoft. Ja, genau. Oh Gott, Tank- und Rastwerbung. Du musst kacken, wir haben Surface. Ja. Jetzt habe ich zweimal für Geschwindigkeitsübertretung hintereinander direkt eine Strafe bekommen. Strafe muss sein. Hm. Dass ich mir das von dir sagen lassen muss, ist eine Unverschämtheit. Ja. Das macht mir überhaupt nichts. Ah nee, komm da vorne drüber. Das zählt noch. So, geben wir noch mal ein bisschen Gas hier. Ah, schon wieder eine Kontrolle. Nein, schalt nicht um, schalt nicht um. Ein bisschen sehr viel bleibst. Danke. Du musst schon wieder zeigen, Papiere. Ja, gleich. Hm? Oh hier, ich überhole rechts, weil auf linke Spur alle so lahm. Warum? Oh, hier ist Spur gesperrt! Aua! Okay, das war jetzt mal ein Random Event, das kannte ich noch gar nicht, dass auf einmal die rechte Spur komplett gesperrt ist. Doch, gibt's auch. Ja, habe ich gemerkt jetzt, dass es das gibt. Kontrollier schneller. Wieder Bildchen schließen. Nein, der bleibt nicht. Thank you.
Was hier kaputt? Autobahn so leer? Traffic Mod hat versagt. Ja, komm, ich bin schneller als du. Lass mich vorbei. Das ist nett, danke. So, was hier ist los? Was hier jetzt los? Warum warten wir? Ach so, weil die Deppen... Unfall und so. Ja, dann. Haben die gemacht. Einfach so. Fahr, fahr! Grüner... Nee, grüner... Was? Die haben einfach so einen Unfall gemacht? Ja. Darf er das? Ist jetzt aber nicht nett, ne? Ach, Mann, ey. Haben die irgendwie, ich weiß auch, nee. Ja, nee, fahr ich noch. Geht noch. Und nochmal Papiere kontrollieren. Ja, geschieht dir recht. Hier darf ich nicht reinfahren? Ich muss jetzt nicht im Ernst einmal um Pudding fahren. Wo muss ich denn hin? Nee, andere Seite. Interessant wäre es mal, da wenn die Papiere mal nicht in Ordnung sind. Ja, das gibt's aber nicht. Nee, nee. Deswegen, na, ich finde das schon, dass man, dass dieses Event dann kommen sollte, von wegen Papiere sind nicht in Ordnung. Aber die Frage ist, was machst du dann? Ja, alternativ. Geldbuße bezahlen zum Beispiel. Ja, zum Beispiel Strafe zahlen oder sowas. Und wenn sie sowas schon einfügen, fände ich es auch cool, dass du selber checken kannst, ob deine Papiere in Ordnung sind oder nicht. Also vor der Abfahrt, dass du deine Papiere checkst, ob du alles dabei hast und ob deine Frachtpapiere zum Beispiel mit deiner Ladung übereinstimmen. Und wenn nicht, dass du die Frachtpapiere dann per Klick tauschen kannst, weißt du? Das ist so einfach so ein Ding, das mir im ETS ein bisschen fehlt, ne? Du nimmst einfach deine Fracht auf, Punkt. Und wenn die aber schon Papiere kontrollieren, die kontrollieren ja nicht nur deine Pässe, die kontrollieren ja auch deine Frachtpapiere, dann finde ich, bevor ich die Fracht annehme oder wenn ich die Fracht angenommen habe, dass ich einfach auch die Frachtpapiere kontrollieren kann. Da reicht ja eine Einblendung von den Frachtpapieren und du gleichst das mit deiner, mit deinen Ladungsdaten ab. Da muss er jetzt keine dicke Animation hinterstecken. Wie weit habt ihr es noch? 300. 100 irgendwas. Ja, okay. Ich guck mal, ob ich noch irgendwo einen kleinen Auftrag habe. Nach Kaunas rüber oder so. Das geht noch. Ja, durch die Fähre habe ich natürlich gut abgekürzt. Bei 171, wenn Gerd 300 hat. Was? Das geht gut, ja, da bist oder du. Oder hier rüber. Ach komm. 171 Kilometer. Kann ich auch direkt hier aufnehmen, das passt. Ja, ich bin jetzt bei 172. Ja, bin ich vielleicht 2-3 Minuten später da als du. Ja. Das ist die Schranke. Mach die Schranke auf. Was habt ihr für lahme Schranken? Nein, auf dem Schild gerade Kängurus? Nein. Russische Kängurus? Bin ich in Russland. Wer kennt sie nicht? Nehmen wir nochmal einen Schluck aus der Pulle. Weiter. Na, jetzt nimm doch den Gang, Mensch. Ich nuckel lieber in meiner Dose. Ja, dann. Im Moment, also, so, von Energy Drinks habe ich mich jetzt mehr so, ja, was heißt losgesagt? Also, das kann man nicht sagen, ist eigentlich nicht richtig, aber die kohlensäurehaltigen, ich mag jetzt, hab im Moment lieber so, wenn ich welche hole, hier die Rehab. Also die Tees. Mhm. Die
schmecken mir besser. Die sind auch nicht so pappsüß. Okay. Ich weiß nicht. Ich kann Energy Drinks überhaupt nicht ab. Ich auch nicht. Ich finde, es kommt drauf an. Also, Red Bull mag ich zum Beispiel auch schon lange nicht mehr. Vom Geschmack her. Und es gibt auch so teilweise teure und auch günstige Energy Drinks, die mir einfach nicht schmecken. Oh. Ach, shit. Ne, meine Frau mag eigentlich auch keine Energy Drinks, aber es gibt von Monster ja so eine Multivitamin-Variante. Die mag sie. Mhm. Weil die schmeckt halt nicht, wie sie immer sagt, nach Gummibärchensaft, sondern nach Multivitamin. Mhm. Ach ja. Boah, hier knallt's aber oft, wie oft ich hier die Feuerwehr und Krankenwagen sehe. Vergiss den Schlüssel nicht. Ja, ja. Ich wollte ja bei Koe vorhin schreiben, wo sie gesagt haben, ah, das Winterkind. Nee, ich kenne nur Schlüsselkind. Ja. Das kann mir nicht mehr passieren. Ich brauche jetzt nur noch beim Nachbarn klingeln. Ich habe hier dezent einen Ersatzschlüssel versteckt. Mhm. Ach, natürlich jetzt nicht, wo. Verstehe ich jetzt gar nicht. Nur wenn der Nachbar nicht zu Hause ist, dann guckst du halt in die Röhre, ne? Ich muss ja nur ins Haus kommen. Wenn keiner da ist. Ja. Das plärrende Kind ist immer da. Genau, das plärrende Kind ist immer da. Stimmt, ja. Es kennt auch keine Schule, keine Ferien, das ist immer zu Hause. Keine Gnade. Ja, das auch. Gnade. Zumindest nicht mit Mayo. Ja. Weißt du, was das ist mit den Mülltüten auf den Straßenschildern? Das sind die, da kannst du nicht hinfahren, weil da die genau. Karte zu Ende ist. Richtig. Mülltüten auf Straßenschildern? Ja, wo du vorhin sagst, wo die Namen überklebt sind. Hä? Ja, sagst, ist lange her, bestimmt eine Stunde. Städtenamen sind da überklebt. Ach so, ja. Ja, ja, klar, weil da die... Ja, genau. Das gibt's halt nicht. Aber ich finde das halt cool, dass sie das mit Mülltüten machen, weißt du? Ich meine sogar aber tatsächlich, dass das in Skandinavien auch schon war. Bin mir aber nicht sicher. Ja, ich meine das auch schon gesehen zu haben. Aber ich weiß gar nicht, wie machen sie es hier auf der im deutschen Bereich? Machen sie da die X oder machen sie da auch Mülltüten hin? Ich glaube, da haben sie noch X auf den Schildern. Tatsächlich auf den Schildern rote X einfach. Mhm. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Wobei da steht Karte, kein Name, da ist nur ein rotes X. Ja. Wobei, da sie die Deutschlandkarte überarbeitet haben, weiß ich nicht, wie es da ist. Ja, deswegen nämlich. Kann man ja irgendwann mal rausfinden. Ich meine, auf der ursprünglichen Standardkarte, da waren es rote X. Ja. Meine ich auch, ja. Und Freiburg ist ja immer noch nicht dabei. Ja, nicht nur, dass Freiburg nicht dabei ist, es fehlt einfach zwischen Karlsruhe und Basel das ganze Stück A5. Ja. Aber Bad Oeynhausen. Gibt es ganz Freiburg wichtig, eigentlich ja. Wirklich? Oder ist das auch so ein Mythos wie gibt's wirklich. Wie Bielefeld? Ich glaube aber, Bielefeld ist hier sogar auf der Karte eingezeichnet. Ja, gibt's auch, ja. Ja. Siehst du mal, der Standardkarte, ja. Echt? Siehst du mal, was Freiburg für einen Stand hat. Nur weil die keine Ahnung haben. Ihr habt halt nur Studenten und keine Industrie. Ihr seid nicht wichtig. Auf jeden Fall. Oder transportiert ihr Studenten per LKW? Warum bremst ihr? Ist jetzt nicht euer Ernst. Da ist eine Ampel? Oder was ist das? Da wird der Verkehr geregelt, hä? Warum?
Wer hat sich das denn einfallen lassen? Ampel? Oh Gott. Ist das hier eine Ampel mitten im Nirgendwo? Ach, das ist eine Baustellenampel. Okay. Surprise. Weil ich wollte gerade sagen, hä, hier eine Ampel mitten im Nichts? Warum? Aber okay, Baustelle und dann einspurig. Ja, gut, das. Tschüss, Schild. Das war ein bisschen sehr spät eingelenkt. Sollst du doch nicht alles kaputt machen. Ja, wenn Mayo schon nichts kaputt macht. Ich hänge hier gerade an zwei LKWs dran. Ist gerade nicht viel los mit kaputt machen. Hast du noch nicht beiseite geschoben? Nee, es rentiert sich nicht. Van der Heiden Cargo, Niederlande. Simply the best. Oh Gott. Was? Simply the best? Oh, da wären wir wieder bei dem Fun, ne? Ja. Hast du auch so viel Fun? Ja. Total. So, warum fährt jetzt auf der linken Spur ein LKW? Ich hab Fun am Fahren, weißt du? Mhm. Ich komm grad Fun der Fahrt. Ah. Oh Gott. Nein, aber die heißt ja wieder Mais. Weil ich das schade finde. Thunderfahrt fand ich viel aussagekräftiger als eine Frau Mais. Ich weiß aber, warum die sich umbenannt hat. Hm. Weil du kennst das englische Wort Fahrt. Oh mein Gott. Oh mein Auge. Alter, ja, willkürliche Theorie. Frau von der Furz, ja. Alles klar. Würde ich mich auch umbenennen. Willkürliche Theorien, die hier aufgestellt werden.